Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen Spielchen zwischen mir und dem lieben Arioso. Grüß dich! Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Genau, und jetzt geht's nämlich um die Wurst. Du zeigst uns jetzt, wie man Zwerge spielt und ich habe mal was komplett kontomäßiges dafür genommen. Waldelfen. Habe auch ein paar Punkte mehr, aber das heißt, du kriegst einen Zauberer oder so. Ja, wahrscheinlich, ne? Klingt natürlich gut. Mal gucken, was sonst noch so geht. Ich weiß nicht, welches da spielt. Da gibt es nämlich auch ein, zwei schöne. Ja, das kann man auch mal zeigen, ne? So, warte mal, ich gebe jetzt mal hier wieder 4 Minutos und daher wird jetzt Zwerge spielen. Habe ich mir gedacht, nehmen wir das Granite Ridge. Das, ja, mit Anreize, die natürlich nur du hast. Ich verspare mir das jetzt mal ganz, ganz kurz, mal deine Spiele anzugucken. Denn das werden wir sowieso gleich sehen. Wobei, ich könnte es eigentlich sogar gerade eben kurz machen. Die bösen Buben, also es ist deine World Cup-Quali-Mannschaft, ne? Ja, die durch einen bösen Verklicker rausgeflogen ist, möchte ich mal tun. Nur durch einen Verklicker? Oh! Ja! Ich da. Und, ne? Mit der Maus. Seitdem spiele ich jetzt hier mit Gamepad. So, und da wir ein bisschen was zeigen wollen, Wizard ist ja langweilig, ich nehme einen Starplayer. Okay, nimmst deinen Starplayer. Den Barrick Fernknall. Das ist auch der auch mit so einer versteckten Waffe, oder? Genau, er hat so eine Kanone, so Hail Mary Pass, kann das Feld die Ballballern. Den kenne ich noch gar nicht, den habe ich noch nie eingesetzt, weil ich bin bei diesen Starspielern immer so ein bisschen vorsichtig. Weil ich da nämlich, ja, wie soll ich sagen, in der Regel spiele ich halt gegen andere Leute in der Open Ladder, ne, und da gehe ich auf Nummer sicher. Habe ich das jetzt ausgewählt oder ist es wieder weg? Du hast jetzt 2 Bestechungen und einen Barrick. Das kann ich ja gar nicht. Das ist doch viel zu viel. Ich habe ja nicht 200.000 Indios. Du musst ja eins wieder zurücknehmen. Das wird mir aber gar nicht mehr angezeigt. Ah, da, Heul. Ja, ich meine, theoretisch kannst du dein gesamtes Geld verbraten. Das ist ja für das... Ah ja, richtig. Das ist ja das Gemeine an einem Freundschaftsspiel. Das Geld ist ja danach nicht weg. Im Freund, aber wie also, kann ich das denn wieder rund zurücknehmen? Da müsste irgendwo ein X sein rechts jetzt, was ich nicht sehe, aber rechts daneben müsste ein X sein oder so, um das wieder rauszunehmen. Ich komme da gar nicht hin. Hä? Ja, dann hast du jetzt halt 2 Bestechungen. Na, super. Ah, okay, dann halt so, wenn ich sehe. Ich hab's jetzt halt nicht gesehen, was bei dir das Problem ist, ne? Ich sehe dein Bildschirm. Ich hab's nochmal angeklickt und wollte sie direkt nehmen, aber es hat nicht geklappt. Was wolltest du denn stattdessen nehmen? Ja, ich wollte nur einen Bribe nehmen, also einfach damit es fair bleibt. Naja, dann benutze die zweite halt einfach nicht. Ja, ist halt das Problem, ne? Also, dass wir in Freundschaftsspielen halt theoretisch kannst du nochmal 1 Million auf dem Konto haben und das in einem Freundschaftsspiel deinem Freund voll um die Ohren hauen. Stimmt. Was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, wenn man so Geld auch dafür ausgeben kann. Also ich benutze dann nur einen. Ja, das Lustige ist, du gibst es ja nicht wirklich aus. Das ist ja tatsächlich danach wieder da, nach dem Freundschaftsspiel. Bei Freundschaftsspielen ist... Nein, bei Freundschaftsspielen nicht. Weil in der Liga ist es dann weg. In der Liga ist es weg. Bei Freundschaftsspielen, das ist so, als wäre nie was gewesen. Das ist wie so Übung. Man trennt sich mit Handshake, so nach dem Motto. Okay. Du hast kein Auto, ne? Kein Todesroller. Nein, kein Auto. Ich hab schon gesehen... Ah, da ist er! Der hat eine Kanone! Ja. Gut, aber den Bribe, den kannst du ja tatsächlich einsetzen, um den im Spiel zu halten, ne? Also, das fliegt der ja raus. Ja, da will ich natürlich, auch wenn's hart ist... verteidigen. Ah, sehr gut. Ich muss hoffentlich nicht erklären, warum. Also dir sowieso nicht. Du weißt wahrscheinlich schon, warum ich das tun will. Guck mal. Das Problem ist... Ah, ja genau, da sind ja meine Spezialisten fürs geschlagen werden. So, das Gemeine ist, jetzt habe ich lauter Leute mit Dodge in diesem Team, ne? Das wird mir überhaupt nichts bringen gegen dich.
Na, wir haben doch vorhin mal erzählt hier, wer für wen dieses Matchup besser ist. Ja, theoretisch, ich sage absichtlich theoretisch für mich. Praktisch wollen wir mal sehen. Dein Baum hat multiple Block. Okay. Ja. Das heißt ja, wir haben multiple Fänger. Du hast einen Wardancer mit AG 5. Ich glaube, da nehme ich den Bifrost an. Ja, ich habe einen Wardancer mit AG 5. Mir ist übrigens aufgefallen, dass da. Ich will ja Cyanide nichts unterstellen, aber. Wardancer haben scheinbar eine unglaublich hohe Glücksrate, wenn es darum geht, AG 5 zu erreichen. Das habe ich schon so oft erlebt, auch bei anderen Leuten, dass es ganz gerne mal der erste oder der zweite Skill ist, den die kriegen. Finde ich auffällig. Vielleicht kommt es nur mir so vor. Aber den Eindruck habe ich. So, jedes zweite Waldelfenteam, dem ich begegne, das schon ein paar Level-Ups gesehen hat, da hat der Wardancer AG5. Ist auch in der ATL-YouTuber-Liga so gewesen, da hat Alashondra ja Waldelfen gespielt und da war das auch so. Also, erster Level-Up war bei ihm gleich AG5, ne? Ich halte es für Zufall. Ich glaube nicht an Zufälle. Dafür bin ich zu paranoid. Hui! Das ist ja schön. Das finde ich gut, weißt du das? Dann. Ja, dann tue ich mal mein Schlimmstes, ne? Deswegen habe ich uns so aufgestellt, wie ich aufgestellt habe, ne? Damit es nicht ganz zu leicht ist, an den Ball zu kommen. Aber es ist immer noch viel zu leicht. Yo, no, so. Oh, ich hab gleich die 1 gewürfelt. Das ist ja der Oberhammer. Oh, da schlägt der Tackle zu. Wahnsinn. Tja, haben wir schon mal gesehen, wie geil Tackle sein können, ne? Ja, in dem Fall ja. Oh, Mann. Könnte man ja sagen, hättest du nicht woanders liepen können, dass und so. Na, egal. Ich hätte ja auch gar nicht liepen können, aber ich wollte ihn ja von der Ballposition wegschubsen, um mich dann danach dahin zu stellen, weißt du? Der Gedanke war, ihn auf die Neunerlinie vor deinen Maul zu schubsen. So viel dazu. Jetzt bekommen meine armen Buddies da eine drauf. Ja. Jawohl, das ist der Plan ja hier. So. Gut, das ist ein Elfus Robustus, der hat's ausgehalten. Ich wäre ja auch theoretisch gerne mit dem AG5 gesprungen, aber das Schlimme ist, bei der 1, das hätte er trotzdem verkackt. Also bei den 2 Einsern, die ich da erleben musste gerade eben. Tja. Britze rein. Was hat denn der da für ein Skill? Ist das Wessel, das Symbol? Ah, abwehren, okay. Ja, das, die zwei, die habe ich dazu verdonnert, auf ewig die armen Trottel zu sein, wenn du verstehst, was ich meine. Die vorne stehen müssen. Wenn sie den ersten Schlag überleben, dann haben sie Glück gehabt.
Eieiei. Ei, ei. Ja, ich hoffe mal, dass du jetzt einen Reroll brauchst. Yes! Den nehme ich doch gar nicht. So, wo ist er denn? Skip. Ein Würfel reicht mir noch mit Block gegen nicht Block. LOL! Boink. Tja, der steht nie wieder auf. Das ist ja der Plan. Wobei, wenn ich gegen Waldelfen spiele, dann erlebe ich, dass die immer wieder aufstehen. Also von den Gegnern, weißt du? Holla. Hat er schon Giants. So, wichtige Dinge zuerst. Das ist doch nicht wahr. Du meinst daneben. Siehst du schon, wenn alle Zwerge sich bewegen. Das Schlimmste, was der Baum ja machen kann, ist an drei Zwergen anstehen. Ja. Und drei Zwerge zu binden. Hä? Wie mache ich das jetzt? Ich habe eine Idee. Na, da liegt er ja jetzt richtig bescheiden. Ah, da gab es aber auch nur ein Feld oder zwei, wo er besser liegt. Für dich. Ja, das hätte ich auch okay gefunden. Ernsthaft? Tada, da ist Tackle wieder. Deswegen? Nee, das war nicht Tackle, das war Doppel-Eins. Ja, wegen Tackle, ne? Nö. Ach, hast du Reroll? Ja, der hat er ausweichen. Ich habe wieder eine Doppel-Eins gewürfelt. Das ist... Zum Glück ist es kein ernst gemeintes Spiel. Das ist doch wunderbar, dann kann ich halt nicht faulen. So. Das ist halt echt schlimm. Also diese Einser-Tiraden da, diese. Also ich weiß ja inzwischen, im Forum von Cyanide haben sie es mir ja geschrieben, dass die halt wirklich genau dasselbe System haben wie in Blood Bowl 1 im Grunde, mit diesen runtergeladenen Streaks, ne? Also. Zahlenreihen halt. Ist das so? Okay. Ja. Und. Ist aber ein faires System. Ja, aber das Problem ist halt, dass du halt gegen die mehrere Einser im Stück halt überhaupt nichts machen kannst. Da kannst du ja auch nichts machen mit Planung, weißt du? Irgendwann kommt dann der Turnover und wenn dann halt zu viele Einser in so einer Zahlenreihe hintereinander gereiht sind, immer wieder, dann hast du halt das Problem. Dass du Turnover über Turnover kassierst. Das sind dann Spiele, die kannst du von vornherein nicht gewinnen. Aber wenn es so wie bei Level 1 ist, dann ändert sich diese Liste mit jeder Aktion neu. Nicht, dass ich wüsste. Soweit ich weiß, sind es 1000 Ziffern gewesen. Also 1000 Würfelergebnisse zwischen 1 und 6. Und die sind halt festgelegt. Soweit ich weiß. Jetzt absichtlich den. Ah. Ja, der ist der beste Ballträger, den ich haben kann. Ne? Der hat Assen, der hat Hail Mary Pass, der hat die Kanone, um den Ball zu böllern. Der ist ein ziemlich guter Ballträger. Was hat denn der da? Hau weg das Leder, ja. Starker Wurfarm. Der hat auch normal passen. Lustiger Geselle. Und der ist halt spottbillig mit seinen 60.000 Würfen. Also bis jetzt spielst du ja noch... Och, echt? Ja, wenn Wardancer da liegt, hallo? Ja, ich weiß. Da gehört nicht nur ein Bierkrug rein. Aber guck mal, trotz 1, 2, 3, 4 Assists schaffe ich es nicht. Man könnte meinen, ich hätte gefoult. Dann dein Zug. Hui, Bäumchen steht auf, man fasst es nicht. Los, los, go fight, go fight. Nee. Ach, bitte. Was? Go, go. Nö. Ah. Einfach ich nö. Ich sag einfach nö. Wie
Maida jetzt? Eigentlich wollte ich das ja mit jemand anderem machen. Aber ich darf nicht. Deswegen machen wir das so. Das ist gut. Das ist sympathisch. Das kann so bleiben. So, Dele. Ja, gehen wir dahin. Wieso habe ich eigentlich noch keinen Elfen rausgehauen? Weiß ich nicht. Vielleicht strengst du dich einfach nicht genug an. Das muss ich ändern. So. Boah, wow, ich bin gerade beeindruckt. Keine Eins. Schade. Wups. 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 Und wo wir gerade bei Wups sind. So. Genug gewupst. Es ist jetzt keine Kunst, den loszuwerden, aber damit sage ich halt schon mal, such dir aus, was du blitzen willst. Bitte? Weil ich was anderes geblitzt habe. Ich wollte den einen Spieler da befreien. Apropos loswerden, dann wollen wir mal. Ah, ich ahne schon, was jetzt kommt. Oh, nee, der geht zu Boden. Nee, der fällt um. Finde ich gut. In dem Fall finde ich das gut. Vor allem, weil nichts Schlimmes passiert. Tja, das heißt, Raumgewinn in dieser Runde 0, nada. Ja, Was ich so gesehen richtig gut finde. Das Problem ist, dass jetzt dein Baum in der nächsten Runde genau wieder ganz doof da reingelaufen kommt. Kann gut sein. Sei denn, er findet Freude am Wurzeln. Was man ja so nicht ausschließen kann, ne? Dann verhindern wir das doch einfach. So. Oh. Oh. Jetzt wünsche ich mir auch Tackle durchbrechen am Baum, weißt du? Das wäre mal, glaube ich, eine obskure Fähigkeit. Okidoki. Schon wieder. Das finde ich irgendwie gemein. Boah, wie das aussieht. Und schon wieder nicht durch. Ja, wieder so knapp eins runter. Ja, wie gesagt, das könnte jetzt ich sein, so wie du hier gerade eben faulst. Das schreit geradezu nach meiner Faulfähigkeit. Aha. Oho. Ja, ja, da stehe ich nicht so gut. Ich weiß. Ich finde das. Weil der drüber wurde, sei jetzt sofort umgefallen. Das finde ich jetzt gerade eben hochgradig interessant. Aber du hast. Ja, wobei, richtig scheiße stehen tust du auch nicht.
Finde ich okay. Ja. Ja, mir wird tatsächlich sehr viel gewesen, um da zu kommen. Aber hat geklappt, was soll man da sagen? So viel zu Agi 5 lieben wir. Bitte? Wir lieben Agi 5. Ja. Bis und jetzt ist das Problem der Zwerge. Da kommen die schon kaum noch hin. Das ist richtig. Wie mache ich das jetzt? Sehr gut. Ich weiß, ich würfel gerade abartig viel, aber bei Waldelfen bist du halt auch irgendwo dazu verdonnert. Das Elegante ist ja, das alles zu machen, ohne abartig viel zu würfeln. Aber wenn man muss, dann muss man, ne? Das führt zu der Situation. Ja. Dann noch geht was, aber. Nicht sehr viel. So, bam. Dann wollen wir mal hier weg. Wahnsinn, das klappt auch. Oh, scheiße, da wollte ich gar nicht mehr go fighten. Das wollte ich gar nicht, scheiße. Habe ich mich verklickt. Egal. Wenn du an den Ballträger rankommen, wirst du auf jeden Fall noch schaffen, vor allem mit dem Trollslayer, aber. Ihn direkt jetzt anblitzen wird schwierig. Ja, nur mit ein paar Go-Fields, aber du lässt mir die Chance. Und ich kann dich sogar noch an den zweiten Leinen da ranpissen. Mhm. Sofern die Go-Fields natürlich klappen. Was ich jetzt natürlich nicht hoffe. Oh Mann. Okay. Und Skull. Naja, noch steht er. Ja, jetzt krieg ich aber einen Wurf mit Deckel. Ich weiß. Und den kannst du jetzt sogar noch gleich mit zwei Würfeln machen. Was die Sache wiederum sehr unangenehm macht. Hallo? Nein. Der Oberhammer, wie oft ich das erleben muss. Naja, ich weiß. Nein, also dass das Pau-Symbol kommt, das meine ich. Es ist eigentlich nicht zu fassen, wenn man sich überlegt, wie unwahrscheinlich das ist. Puh. Wo wir wieder beim Thema mag ich nicht wären. Hey. Finde ich nicht gut. Schon wieder liegt das Bäumchen. Der Baum ist so ein Ding, der braucht dringend Block, wenn er es kriegt, ne? Ja,
Ja, wie jeder Big Guy, ne? Wir hatten ja diskutiert, wo ist auch die Alternative. Oder ein Movement Up, dann steht er wenigstens ohne Würfeln wieder auf. So, jetzt wenigstens. Naja. Schade, schade. Du hast ja zwei Tackler dran, ja. Okay. War ja klar. Dann. Ja, nicht so geil. Machen wir es auch einfach mal ohne Würfeln. So, kommt der da noch ran? Nur wenn er sich mag. Nur wenn er es wirklich will. So, Geschick 5 und so. Ja, da siehst du, bist du schon eins von vorne. Guck mal, wir machen immer hier so Geiz, nachdem wir darüber gesprochen haben, und immer verliere ich. Was heißt, du verlierst? Das letzte Mal war es unentschieden. Ja, und es wären so weit Elfen, wenn du da mal hinten liegst in so einer Situation. Ja. So. Hab ich aber ein bisschen zu offensiv. Kann gut sein. Hast du dich zu sehr darauf verlassen, dass mein Pech anhält? Nee, eigentlich, dass ich mir im ersten Satz den Ball auf. Dann hat es begonnen. So, jetzt haben wir immer noch einen Blitz zur Verfügung. Blitzen wir doch mal ganz vorsichtig den da. Yo. Hui, und Rüstung. Was? Das gibt's ja wohl nicht. Oh, verletzt. Ja, ich sag ja, ich bin der Zwergenvernichter. Das ist. Das ist total schräg, wenn ich spiele. Ich mache Zwerge tot. Egal mit welcher Mannschaft. Ah, und nun? Ich möchte an der Stelle betonen, ne? Ich spiele mit Absprache Waldelfen. Ich habe dich ja vorher extra gefragt, ob es okay ist, wenn ich Waldelfen spiele oder ob ich irgendwas anderes spielen soll. Nö, alles gut. Alles gut. Würde ich noch ein bisschen machen. Ich meine, ich sag mal, du hast sehr, sehr viel. Also, da hätte auch mal einer schon. Aber ja. Ich muss echt zugeben, also jetzt habe ich gerade eine lange Phase ohne Einser gehabt. Jetzt muss ich auch mal wieder vorsichtiger sein. Ja, mein Ziel ist jetzt, dir den dich dazu zu zwingen, den Verstand sehr gut schnell zu machen. Naja, dass ich den Touchdown jetzt danach mache, das ist mir schon klar. Ich gehe bloß davon aus, dass dir dann die drei Züge nicht mehr reichen, um den Touchdown zu machen. Deswegen ist ja deine Idee, vielleicht den Touchdown noch ein, zwei Züge zu strecken. Ah, da geht wohl einer raus. Hat gerade schon nicht geklappt. Siehst du? Die sind aber wirklich ziemlich robust, meine Elfen, ha? Und Rüstungswürfe existieren auch nicht. So.
Ich hab schon zwei Griffins gemacht. Ist ja ein Freundschaftsspiel, ne? Hat man zumindest den Zwergen gesagt, den Elfen nicht, deswegen ist auch einer deiner Zwerge gleich mal verletzt worden. Guck mal, ich hab gedacht, ich hab noch einen Move. Aber hab schon zwei Griffins anscheinend gemacht. Du hast noch einen Move. Du kannst dich noch einmal bewegen, ja? Ah, das Spiel haben wir abgesagt. Ja, minimale Chance, dass es jetzt halt nicht klappt, ne? Chance ist Chance. Ja, wie gesagt, die Doppel-1 hatten wir ja heute ja schon mal. So. Nee, direkt Trivia. Was war der wahrscheinlichste Move, den Touchdown zu machen? Nicht dieser, kann ich auch mal antworten. Denn. Ah. Also gut, also was war der wahrscheinlichste Move an den Touchdown zu machen? Das, was ich jetzt gemacht habe mit Dodgen auf die 2 plus mit Reroll, war es nicht. Also es gab also eine deutlich höhere Chance. Deutlich ist relativ, ne? In den Bereichen. Aber eine höhere Chance. Sagen wir so, das, was du gemacht hast, geht in allen 9 Fällen schief. Das, was ich meine, geht nur in allen 27. Ich habe eine These, aber ich sag's natürlich nicht, weil... Tja, das sollen die Zuschauer beantworten, ne? So. Ja, das lassen wir so. Die Aufstellung, Moment. Ich habe den Barricade gerettet. Ja, habe ich mitbekriegt. Ist auch verständlich. Der hat ja kaum glänzen können gerade eben. Ja, erstmal den Bein... aufgehoben, die alle Pfeife. Und dann... Beim ersten Mal hat er es ja nicht geschafft, ne? Ja, das hat dafür gesorgt, dass du dann mit dem Wallenzer da warst. Deshalb habe ich auch im Guide aufgestellt, erzählt. Wenn jetzt die Waldelfen noch Kick gehabt hätten und du dir sozusagen den Kick auch noch bloß aussuchst, wo du den hinkickst, man sieht, denn der Gegner ist schnell da. Und wenn dann viele Zwerge in der Linie sind, muss die mal zurückkehren. Da stehen auch noch welche am Baum oder in dem Fall dann Nein-Elfen dran. Das ist ganz einfach. Mhm. Ich glaube, du bist dran zum Aufstellen. Ich klicke gerade eben mal den Spieler durch nochmal. Es sind auch schon ein paar mit Unterstützen dabei. Der eine Langbart hat Knochenbrecher. Den hast du, glaube ich, für Spezialaufträge ausgebildet, hä? Ja. Ich bin ein Fan von Knochenbrecher, aber Guard würde mir auch hier mehr helfen in dem Spiel. Großbandmann von Cursor. Blitzer mit Dodge, das ist natürlich eine feine Sache. Ist ja, glaube ich, immer noch nicht implementiert ins Spiel, dass man seine Spieler verkaufen kann an andere Spieler, ne? Ich meinte, dass das irgendwie mal angekündigt war, aber bis heute ist es nicht drin, so ein Marktplatz. Ist das nicht in Ligen oder so drin? In Ligen? Weiß ich nicht, aber... In der Open Ladder von der Cablevision wird es ja am meisten Sinn machen. Da sind ja die meisten Spieler aktiv. Ich glaube, es gab ja recht viel Gegenwind gegen diese Sache und von daher. Ja, sonst würden manche Leute sich da das perfekte Team züchten, ne? Der schnelle Zug, der bringt dich jetzt unglaublich einen Meter voran, aber das ist natürlich auch wiederum nicht schlecht. Jeder Meter ist für uns zwar gut. Absolut. Jeder Meter ist gut. Vor allem, wenn du selber nur einen angeknabberten Meter groß bist. Ja, hätte man einen Fehler drin. Na gut.
Boinks. So, Jungs, zeigt mal, wo da komme ich. Ich habe noch 3, 6, 7, 8. 3 Züge. Ach, dann. Zurück, dass ich traue mich ganz, ganz selten, meine Waldelfen zu spielen, aber wenn ich sie spiele, spiele ich sie gern. Und Auchi Wauchi. Da haben wir gerade eben mal wieder den Reroll durch die Raserei, ne? Ja, deswegen ist das wieder so gut. Ey, schon wieder keine Rüstung, was ist denn da los? Hast du extra zugestellt, den armen Kerl. Ich muss gestehen, ja. Boah. Wieder keine Rüstung. Die tragen doch Warhammer 40.000 Space Marine Rüstungen, oder? Oder die haben alle einen Rettungswurf. Warhammer Fantasy Lore-mäßig. Das fehlt noch so ein bisschen, finde ich persönlich, bei im Blood Bowl, dass die auch sowas wie einen Rettungswurf im Zweifelsfall noch neben dem Rüstungswurf haben können. So einzelne Spieler oder so, dass man denen das geben kann als Skill. Gibt's doch Regeneration. Also, das haben wir ja. Ja, Regeneration ist ja theoretisch sowas, aber das kann man ja leider niemandem geben. Entweder hat man das als Troll oder man hat's nicht. Das stimmt. Boinks. Wieso keine Rüstung? Es mahnt langsam lächerlich an. Find ich jetzt so. Was? Der Junge kostet mich echt das Spiel, du. Der ist echt nicht so geil, wie man das meinen sollte, ne? Das ist der Oberhammer. Wie weit kommst du? So weit. Okay, und du kommst so weit. Und du... Da steht auf jeden Fall Schurhens dran. Ich glaube, das ist nur eine Schätzung, glaube ich. Wirklich Schur ist an diesen Hands nichts. Du, du, du. Tja, haben mal wieder so ein Chaos-Spiel, ne? Was willst du machen? So. Yep, korrekt. Das ist ja der Würfelaspekt, ne? Kannst du alles so wie beim Schachstrategie sparen, dann hättest du auch 1000 Eröffnungen. Aber nee, kein Blabberspiel ist wie das andere und auch nicht wie beim Schach, also die ersten 30 Züge gleich. Bei Würfeln und so. Mhm. Da klappt auch wieder mal alles hier. Ja gut, es ist halt jetzt wegen AG5 gut gegangen. Ja, deswegen siehst du ja, ne? Deswegen ist AG5 so. Da geht der Lieb eben auf die 2 und nicht auf die 3. Das ist richtig. So, bist du dahin. Dann befreien wir doch mal den da. Hey, weiche Ziele. Nein! Niemals! So, machen wir hier noch. Versuchen wir hier noch so ein bisschen zuzumachen. Ah, da steht ja tatsächlich ein Läufer. Ich sehe schon, du gehst jetzt hier voll auf Risiko. What? Der hat sich nur nach vorne geschlichen. Das ist eigentlich kein Catcher. So, zack. Und gehen wir da ein. Finde ich gut, da kann ich ihn hauen.
Ja, das dachte ich mir schon. Deswegen tue ich's ja, weil ich so nett bin, weißt du? Mhm. Alles klar. Das ist schon der Hammer, was gerade alles klappt. Oh! Blöder Baum. Komm, die zwei Züge, ich hab's auch noch oben. Ich beschwere mich ja nur aus Prinzip. Tja. Das machen wir so. Zwinge ich dich auf jeden Fall irgendwo zu dodgen oder zu blitzen. Und so langsam aber sicher wird's auch knapp von der Zeit her, ne? Ja, die haben wir nicht mehr. So. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe zwei Optionen und wir sind ja hier im YouTube-Stream. Also gibt es die Spaßoptionen. Oha. Wieder keine Rüstung. Hättest sogar noch einen Schritt weiter gehen können. Also wenn ihr jetzt wieder nicht aufheben kannst, dann macht sich der Gute langsam lächerlich da oben, ne? Allerdings. Dann kommt die Frage auf, aha, Starspieler. Wer hat denn den zum Starspieler gemacht? Aha, aber er hat auch einen Reroll wieder gebraucht. So, jetzt kommt die Kanone zum Einsatz, hä? Entweder die Kanone. Longbomb 33% mit Reroll. Hey. Typisches Zwergenspiel, ne? Oder hau weg das Leder. Das ist wahrscheinlicher, ne? Ja, zumindest, dass der Ball da hinten landet. Na, da liegt er doch. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade zum ersten Mal den Einsatz von hau weg das Leder gesehen. Siehst du mal? Ich spiele seit langem mal wieder mit Gamepad und schon kommen wir mit der Steuerung zurück. Du, 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 du. Die Chance, dass der, wenn man den Skill Hechtsprung hat, zu fangen ist, ist bei etwas unter 50%. Jetzt hätte ich den auch mit Hechtsprung nicht fangen können, weil er ja nicht um den Banner drumherum landete. Aber wenn man Hedgehog hat, ist die Chance knapp 50%, dass der den danach fangen kann. Mhm. Oh Mann. Scheiße. Oh, fängt ja super an. Das
meine Hoffnung. Da ist er. Ja, Doppel-1 mal wieder. Und da geht die Rüstung durch. Okay. Ich wollte gerade eben freche Dinge natürlich versuchen, wie du dir das sicherlich vorstellen kannst. Ja. Aber so. Jetzt zwinge ich dich immerhin noch zum Ausweichen. Oder zum Blitzen. Ohne Unterstützung. Mit wäre drin, aber dann wäre das Ausweichen wahrscheinlich wahrscheinlicher. Oder ich mach 2 Go-Fights. Ja, aber zweimal auf die 83%. Es ist nahezu dasselbe an Wahrscheinlichkeit. Ja. Deswegen ein Würfel. Mist. Hat wieder ein Reroll gebraucht. Ah, jetzt hat der Starspieler mir doch noch einen Ausgleich gerettet. Ja, gratuliere. Aber das Lustige ist, also ich finde es schön, dass er es mal gesehen hat. Also das hätte man jetzt natürlich auch mit dem anderen Spieler hinbekommen. Das ist halt ein Hauwech, das Leder, ne? Ja, das andere wäre nur 33%. Bei Hauwech, das Leder, fliegt er ja auch mit 2 plus los. Das heißt, der Ball kommt da schon an. Den kann man auch nicht intercepten oder sowas. Also die Sicherheit ist schon da, dass zum Beispiel die Pille, auch, du kannst ja auch das ganze Ball das ganze Feld verfangen. Also, ja. Einfach jetzt sozusagen kein Reroll mehr, kein Ball mehr. Das aus. Das heißt aber auch, dass da eventuell Hechtsprung für den Fänger interessant sein könnte. Das ist ja das, was ich meinte. Wenn der Fänger Hechtsprung hat, ist die Chance bei knapp etwas unter 50%, dass er den auch fangen kann. Ja. Ja. Ist das dann erschwertes Fangen? Das ist halt kein akkurater Pass, also ein normaler Wurf auf Düsengeschick. Okay. Also für Elfen durchaus machbar. Und Hechtsprung macht es dann wiederum auch um einen leichter. Und Hau weg, das Leder geht ja dann übers gesamte Feld, ne? Kann man also maximal werfen. Genau. Ja, das ist eine verdammt interessante These, das mal auszuprobieren mit einer Mannschaft. Stellen wir da gerade einen Elfenfänger vor mit Fangen und Hechtsprung. Gut, Hechtsprung macht auf dem Elfenfänger in der Regel wenig Sinn, ne? Aber in dem Fall. So, dann sind wir jetzt nochmal dran. Wird sich jetzt nicht so viel tun an der Stelle, nehme ich an. Da, eine Sache muss er tun. Du meinst, ich muss jetzt den One-Turner machen? Natürlich, das ist die Situation dafür. Das Problem ist bloß, ich muss kurz überlegen. Oh Gott, das kriege ich doch nie hin. Du hast sogar schon mal ein Guide-Video dazu gemacht. Ich war mit daran beteiligt, das heißt nicht, dass ich Ahnung habe, wie das geht. Aber ich sehe das nicht, du hast keinen Catcher, ne, in deinem Team? Das stimmt nicht, ich habe 2 Catcher. Habe ich die ganze Zeit übersehen? Oder waren die draußen? Warte mal, wie mache ich das jetzt am besten? Ich glaube so. Jetzt gibt er keinen Tipp. Ja, ich muss es. Ne, ich muss den. Irgendwie den da. Dann da rein. Irgendwie so. Also ich werde es jetzt versuchen, aber. Man möge mir verzeihen, wenn ich es nicht hinkrieg. Eine grobe Vorstellung, wenn ich nämlich jetzt den dann da rein, dann kann ich ihn da hin. Eventuell dann nochmal eins. Ja, ich hoffe, ich krieg's hin. Mehr als hoffen kann ich gerade nicht. Ich hoffe auf eine 1, du hast kein Weber mehr. Du musst da schon diesen Würfel. Ja. I know.
Stellen wir gleich fest, ob ich auch nur ansatzweise richtig gedacht habe. Ach cool, doch, jetzt habe ich einen Reroll. Ja. Noch ein Grund, warum Stamfram gut ist. Das war. Das macht was hier schwieriger. Ja, kannst du halt die Stamfram kannst du nicht schubsen. Bitte? Die Stamfram kannst du nicht schubsen. Deswegen, ja. Stamfram ist ein gutes Mittel gegen One-Turn-Touchdowns allgemein. Probieren wir es mal. Und dahin jetzt. Oh Gott, scheiße. Das ist ja ganz schlimm. Ha! Perfekt. Ja, läuft doch. So, das reicht's aber noch nicht, ne? Naja, muss ich zählen. Wie mache ich das jetzt? Ich habe eine Idee, aber jetzt muss ich, ich muss den da. Gott! Ey, wenn ich auch nur eine grobe eine Ahnung hätte, wie ich das jetzt machen soll. Oh, das ist ja alles gut. Außerdem musst du nur noch ein Feld nach vorne. Ja, ich muss bloß überlegen, wie ich das mache. Brauchst du noch einen Rot dafür? Aha. Das brauchst du alles nicht, brauchst du nur noch der Baumbaum. Mehr brauchst du nicht mehr. Jetzt wird's wieder schwieriger. Nö. Geht's nur noch mit Dodge und Cowboys. Oder ich sehe was nicht. Aha, doch, so geht's auch. Das ist aber kompliziert genau. Ja, aber so habe ich das halt gerade gesehen. Ja, war doch gar nicht schlecht. So ging's auch. Na, guck, der Merp macht One-Turner. Abwarten. Noch ist er nicht passiert. Ah, jetzt hat es ja leid. Okay. Oh Mann. Wahnsinn! Mein erster One-Turner! Hat sich doch dafür schon gelohnt. Ja, du wolltest da nur rumblocken. Ja, ich wollte erst nur rumblocken, ja. Also, das hast du mich herausgefordert und mein Hirn angestrengt. Das spielt ein Strategiespiel. Ja, das muss alles intuitiv gehen. Nee, aber ich habe meinen Weg gefunden, glaube ich, gerade eben. Auch wenn es wahrscheinlich komplizierter war. Aber, weißt du, das ist wie früher ich und Mathematik. Meine Lehrer haben immer gemeint, oh mein Gott, du machst ja alles. Moment, das Ergebnis ist ja richtig. Du machst es viel zu kompliziert, aber es ist richtig. Du musst dir einfach vorstellen, ne? Wenn du jetzt noch ein Touchdown machst, 3-1, ich krieg den Ball, ich kann maximal 3-2 machen. No? Wenn du das jetzt 1-1 stellst, du machst es 2-1, ich krieg den Ball, kann ich noch ausgleichen. Von daher, in dem Moment ist das wichtig. Mhm. Ich stand so aber schon gar nicht schlecht. Nee, verstehe ich schlecht. Ich glaube. Achso, du bist ja zuerst dran, stimmt ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade begeistert. Das habe ich mich bisher noch nie so richtig getraut, weil ich immer dachte, ach, das kriege ich doch eh nicht hin. Ja, jetzt warte mal ab, in einem halben Jahr bist du mal auf dem Turnier. Oh je. Ja. Kannst auch theoretisch immer nur einen Turner machen, ne? Ginge theoretisch auch. Du musst immer vorne liegen. Und am Ende. Ja, jetzt wäre, glaube ich, ein One-Turner schwer, ne? Also der davor war auch nicht so leicht, aber der Unterzahlblock war ja, ne? Naja, aber so ist es halt.
Ja. Ja, aber jetzt hast du ja keinen Druck, hast du Zeit. Deswegen. Deswegen gehe ich da jetzt eigentlich gerade eben relativ entspannt ran. Du entwickelst dich zum Anstieg. Ach, ernsthaft? Ich sehe das anders, aber... Ja, es gibt viele Leute, die sagen, ich wäre besser, als ich mich selber einschätze. Hallo, ich habe einen Hail Mary Pass drauf. Ach, na gut. Ach, jetzt weiß ich endlich, wie das heißt. Hail Mary, alles klar. Ja. Ich frage mich immer wieder, wie das heißt. Eine der wunderbaren deutschen Übersetzungen. Aber es ist halt auch natürlich immer eine Frage, wie die Würfel am Ende fallen, ne? Meine große Sorge sind halt gerade immer solche Ergebnisse wie jetzt das hier oder perfekte Verteidigung. Auweia. Auweia. Au! Na, endlich. Den will ich aber behalten. Was? Das Ergebnis wäre tot. Die Alternative wäre tot gewesen. Aber jetzt kommt er wieder, wenn es aus irgendeinem Grund noch einen Touchdown gibt. Du meinst, falls du es schaffst in die Endzone? Ja, falls. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, ne? Ich habe mir meinen zweiten Run angestellt. Entschuldigung. Warum habe ich denn überhaupt ein Gartenzwerg draußen? Ich weiß es nicht. Den besten sogar noch. Gart und Knochenbrecher. War der das ganze Spiel nur draußen? Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ganz ehrlich nicht. Aber dann muss irgendwo noch mein zweiter Raum stehen. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ich finde das ja jetzt hier gerade eben eher nicht so lauschig. Ah, ich habe ihn gefunden. Ja, oh, genau. Fuck. Besser. Viel besser. Ah, da hast du den Lerneffekt noch nicht, dass man mit den Leuten noch Kontakt hat. Bitte? Da hast du den Lerneffekt noch nicht, dass du die ersten Blocks mit dem mit Block machen wollt. Ja, aber ich will eigentlich da so ein bisschen einen Weg frei schaffen. Das habe ich jetzt auch gerade geschafft. Na gut. Jetzt suche der Ihnen eins der Baum. Ich habe den Ruhm. Ah. Eine glatte 6. Wie schafft der es eigentlich in der Halbzeitpause rechtzeitig vom Feld zu kommen? Das war nicht ein Gerücht. Das ist, glaube ich, exakt sein Problem. Aber in dieser Videosequenz, da läuft er noch runter. Ja, aber ich glaube, das passiert gar nicht wirklich. Der kehrt auf halbem Weg wieder um, weißt du, da kommt die Mannschaft schon wieder zurück. Ach so. Du meinst, der ist bei der Taktbesprechung gleich dabei. Das ist zumindest meine These. Da heuchelt dann wieder irgendein Elfenbein. So. Uff. Was? Und kaputt. Oh, Scheiße. Die ollen Elfen, eh. Ja. Hättest du am Anfang mit Block geblockt, wäre das nicht passiert. Ja, aber ich hatte da ja keinen Blocker-Elfen. An der Stelle. Du siehst, das sind die Dinge, das kann halt ein erfahrener Mensch, ein Anfänger, ganz schwer vermitteln. Ne? Ja. Diese Dinge passieren, und die passieren nicht, wenn du darauf achtest, dass zum Beispiel ein Line-Elf-Block hat, dass der am Anfang auf der Stelle steht.
Das geht 100 Mal gut, ne? Aber es geht eben auch einmal und in Entscheidungen dann eben schief. Und nur darum geht es bei Bloodborne, ne? Irgendwann diese Dinge passieren halt und die können auch im Anfänger in 10 Spielen nicht passieren, aber im 11. Spiel sitzt dann. Und einem erfahrenen Spieler passiert es dann eben auch im 11. Spiel dann nicht mehr. Ja. Ich weiß, was du meinst. Aber es ist halt auch extrem schwer, sich das selber innerhalb kurzer Zeit beizubringen. Ich glaube, das ist einfach so ein ganz langsamer Prozess, dass genau, man das... Das sind genau die Dinge, die man lernt. Diese Aktionen, dass die eben schief gehen können. Ja, können. Nicht immer tun, aber können. Ja. Weil man denkt sich halt, ach, wie wahrscheinlich ist das? Ja, oh, wie das zum Beispiel. Wie wahrscheinlich... Ich hätte gedacht, der hätte ein Garda da stehen. Ja, aber es ist trotzdem witzig genug, weißt du? Es kommt wieder diese verdammte Ein-Sechstel-Chance. Das ist auch noch der keinen Tackle hat. Das passiert mir auch am laufenden Band, weißt du? Deswegen sage ich mir, wie wahrscheinlich ist das? Das war jetzt schlicht schlecht von mir. Wie gesagt, da habe ich einfach mal wieder. Hättest du andersrum gemacht mit dem Jarren, dann hättest du zwei gehabt. Ja, wollte ich nicht, weil hätte ich den nur geschubst, hätte den Runner in den Weg geschubst. Und der Runner muss gleich extra Felder an deinen Werfer ran machen. Ah, ich sehe schon. Moah. Da hast du dich jetzt aber verklickt. Scheiße, ja. Mist. Na gut. Okay. Jetzt spiel ich schon mit Gamepad und dann das. Ist die Ausrede mit dem Gamepad auch passé? Fall hin! Oh. Finde ich gemein. Schlimm ist, dass halt mein Werfer halt auch nur minimal ausgebildet ist, ne? Blitzig der Baum oder nicht? Ja, wahrscheinlich schon. Also noch irgendwo. Ah, mit ihm. Yes. Na, lässt das? Oh, schade. Ja, war ich doch. Finde ich witzig. Auf eine nicht lustige Weise. Dass man nach Standfest nochmal mit rasen darf. Ja, wenn du einen Push würfelst. Also bei einem Bowstown nicht. Aber wenn der Spieler gepusht wäre, das ist doch wieder auch so. Andersrum würde ich es aber logischer finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hättest, dann wäre auch. Nee, wäre auch selber rausgekommen. Na also. Da wollte ich zu viel. So. Kann ja auch dem mal passieren, ne? So, Bäumchen, steh auf. Also. Jetzt muss ich tatsächlich entgegen aller Empfehlungen das so machen. Weil sonst mein Masterplan nicht aufgeht. Ach so, ein Kompass. Ich mache eine Interception. Ja, kann ich gar nicht mehr. So, schon weiter fast. Ja, ich weiß. Hui! Uiuiui, da würfelt er mir aber noch nicht. Muss. Ach Junge, komm! Ah, da ist die 1. Und noch eine. Nein.
Brennen. Ah, da kommt dann wieder. Und Brennen. Das sind motorisierte Elfen, nicht wundern. Ja. Was mache ich jetzt mit denen, die da nicht mehr rauskommen? So ein Käse. Ja. Das Schlimme ist, dass du da ja immer noch rankommst. Da kommt man ran. Puff! Unwahrscheinlich aus der Hölle. Schon wieder eine Doppel-1. Das ist meine dritte. Und da sind die Zwerge wieder so zwergentypisch ein bisschen isoliert, ne? Aber du konntest ja auch so ein typisches Zwergenspiel bisher kaum machen. Genau, sie stehen in der Mitte noch ganz gut zusammen. Aber das ist eben, die Elfen laufen dann weg. Ja. Ja, Waldelfen sind halt schon ziemlich extrem. Aber auch gegen die müssen sie halt immer wieder spielen, ne? Wenn du halt ein paar Rüstungsbrecher mehr gehabt hättest in der ersten Halbzeit, dann wäre ich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr in Unterzahl als jetzt. Ja, oder der Blitz, oder ich hätte den Ball aufgehoben, alles hätte wäre wenn, ne? Hätte ja. Also schon mal. Irgendwer hat mal aber gepostet, da ich wäre mal so gelassen, ne? Und ist halt so, was soll ich jetzt hier rumzählen? Ja. Ich kann jetzt sagen, ich weiß, dass ich in der ersten Halbzeit gespielt habe. Ich habe auch gerade nicht gut gespielt. Normalerweise muss ich sehen, dass der Wodenzer da so weit nach vorne laufen kann und hier, da wo jetzt mein Zwerg hinläuft, irgendwie noch im Weg steht. Aber es sind alles so Dinge, was ich immer erzählt habe, dass ich zum Beispiel am Computer deutlich unkonzentrierter spiele als am Pad. Und einfach so Sachen, das kommt halt mit der Zeit und das jo. Ist dann so. Außerdem ist das ja auch ein Spaß. Natürlich. Aber die Helm, die Passaktion, die war auch nicht sehr. Ich sag's mal so, das ist einfach so der Ausgleich für deine Erfahrung, die du hast, im Vergleich zu meiner Erfahrung. Das bringt dich so ein bisschen weiter runter, sodass du für mich schlagbar wirst, sage ich jetzt mal. Und die Würfel so, einigermaßen mitspielen. Ja, ich kann einen ranstellen, will damit tackeln, aber will ich das? Der ein Schild weiter hinten. Da kriegen wir den ja sogar hin. Aber erwartet so. Ah, das machst du die Pusheria. Trotzdem dodgen, naja. Ach, wenn es da schon schaltet. Ja, dann. Wie viel Rieber soll ich noch ein? Ach komm. Jetzt kommt ein 4 plus Dodge, ne?
Ich glaube so nicht. Das muss anders gehen. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. So, ja. Wie gesagt, ich hätte auch den über dem Volenzer wegblitzen können. Aber. Ah, Rüstung. Aber. Ja, ich ging nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es ja gerne gesehen, dass er da durchkommt. Das wäre witzig geworden. Naja, dann wäre er auch nur an dem dran gewesen. Ich hätte in zwei Felder pushen müssen, um ihn zu blitzen. Aber das ist nichts. Aber siehst du, ne? Jetzt ist immer das, was ich gesagt habe. Jetzt, wenn ich jetzt noch einen Ausgleich mache, muss ich alles mal schaffen. Bleibst du noch vorne. Ja. Und du siehst die Bedeutung von dem One-Turner. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ohne den One-Turner, also du hast mich jetzt geradezu dazu aufgefordert, ne? Und ich habe auch mega Glück jetzt gerade. Also nur die ersten zwei Runden hatte ich Pech. Ich habe wirklich sehr viel Glück in dem Spiel bis jetzt. Und Glück. Hast halt viel Liebs gemacht, die geklappt haben. Die können auch schief gehen. Das war ja alles so okay. Ich weiß, ja. So bleiben wir sogar. Wobei mit dem AG5 Rodenzer ist sie auch immer nur auf die 2. Es geht überschaut. Ja. Deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, ne? Ich habe das Gefühl, dass die gerne mal AG5 bekommen, die Wardancer. Interessanterweise hauptsächlich die Wardancer. Na, ich weiß nicht, ob das so wirklich. Ist vielleicht auch einfach nur mein persönliches subjektives Empfinden. Ich meine, okay, ich habe auch schon andere Mannschaften gesehen, die haben dreimal Stärke Level-Up gehabt. Vielleicht sind es auch bloß die Mannschaften, die man einfach häufiger sieht, weil die Leute gerne mit ihnen spielen, ne? Ja, Wardancer tendieren ja dazu, viele Punkte zu kriegen, viele Touchdowns zu machen. Die leveln natürlich auch häufiger und deswegen haben sie auch häufiger ein entsprechendes Level ab. Ja. Ah, jetzt hast du den richtigen Spieler drin. So. Ob ich jetzt mal ein Cage hinkriege. Du kriegst wieder einen schnellen Zug. Ja, also das Entscheidende ist halt mal mit den Zwergen den Cage zu kriegen, ne? So, weil genau davon leben die ja. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man mal den Ball aufhebt und dann auch noch Spieler hat. Das war bis jetzt nicht so dein Glück, das alles auf einmal zu haben. Und der Gegner keinen Blitz kriegt. Richtig. Ah, das sieht immer gut aus für ein Cage. Ja, der eine Langbart, der bleibt da gleich schon mal stehen, ne? Sogar die weitläufige Cage-Variante. Ouch. Das ist wirklich unterdurchschnittlich viele Rüstungsdurchbrecher, die du da, glaube ich, produzieren kannst gerade eben. Ich habe doch das Brustband genommen. Spielst du mit der schrägen Sichtweise oder mit der wie ich? Was für eine schräge Schicht bist du, Alter?
Es gibt ja die Blood Bowl 2 Sichtweise, wo du so schräg aufs Feld guckst, und es gibt eine, die so, ich nenne sie jetzt mal, vertikal von Touchdown-Zone zu Touchdown-Zone guckt. Die Blood Bowl 1 Sichtweise. Ich habe die Blood Bowl 1 Sichtweise. Okay, die benutze ich auch, okay. Wobei ich zugeben muss, ich habe mich auch schon ein, zwei Mal verklickt. Manchmal neigt man dazu. Weil das nicht immer ganz so sauber ist, sage ich jetzt mal. Na endlich, sage ich jetzt mal. Na, nur der Blitzer muss sich halt machen. So, deswegen. So. Das, was ich, ne, ich habe jetzt eigentlich, kann man so ein bisschen diskutieren, ne? Vier Zwerge um den Baum rum. Ja, ob das jetzt so gut ist, ne, wenn du ihn jetzt nicht umhauen kannst. Ja, wenn ich ihn nicht umhau, dann kann ich A, ich meine, 3 kann ich eh nicht mehr bewegen. Da habe ich mich schon richtig gemacht. Aber das, ja, ist halt so eine Sache. Ne? Ja. Oh. Das ist fatal. Ja, das ist natürlich ein ganz gut. Mighty Blow gegen Papa Fuchs, zack, durch. Das sieht so hart aus, wenn der Baum zutritt. Ich möchte betonen, der hat noch mit einem Dauntless Wurf geschafft, der ihn. Das ist voll der Profi, ne? Ja. Ah, Skill, den wir vergessen haben. Profi, ne? Kann man Dauntless auch nicht bringen. Stimmt. Ha, jetzt bin ich am Überlegen. Wie mache ich das? Ich möchte ja natürlich wieder gehörig auf den Senkel gehen, wie du dir sich vorstellen kannst. Wenn das so weitergeht, wird es dann 4-1. Ja, ich bin bloß am Überlegen, wie ich das dann mache. Ich glaube, ich mache jetzt einfach unfassbar kriminelle Dinge. Du hast einen AG5 Vorlenzer, da gibt's gar nichts anderes zu tun. Richtig. Beine zum Ball aufheben, weg, dodgen und passt. Oder hinter. Ja, hinter ist glaube ich zu wenig. Ja, das Problem ist, der kommt da nicht mehr raus, aber ich kann was anderes ganz Freches tun. Warum, der dodgt doch zweimal auf die 2 da raus? Ne, er hat nicht genug Reichweite, um da wieder rauszukommen, das meine ich. Ach so. Vielleicht. Hallo, kannst du draußen. Vielleicht habe ich mir den Weg verbaut. Das ist nicht auszuschließen. So, dann. Wupp. Ja, oder? Nee. Schafft er schon. Er ist auf jeden Fall weniger Würfel. Ich versuch's. Wahnsinn, oder? Ja, und das halten eigentlich von Vorlenzer. Deswegen sind die so kraftig. Ja. Da war jetzt kein schwerer Wurf dabei. Scheiße. Baum liegt. Was dann? Ja, lass mich machen, was dein Trollslayer nicht kann, ne? Genau. So. Ja, das stimmt schon, also das ist schon krank, was in AG5, also das war wirklich Elfenbullshit. Ich würde mir sowas ja gerne mal als Zeichentrick angucken oder so als Anime, wie man sich das vorzustellen hat, wie der das macht. Weißt du, so der ja.
Jetzt geht's aber los hier, oder? Ja, nervt. Ja, aber das hat jetzt nicht mal was mit seinem Blotch zu tun, ne? Sondern einfach nur, dass deine Zwerge... Ich glaube, deine Zwerge streiken inzwischen. Die wollen nicht mehr. Das sehe ich doch richtig, dass er einen Catcher am Ball hat, ne? Das ist ein Catcher da, der den Ball hat. Der hat auch jetzt schon nur noch ein Go-For-It zum Touchdown. Das ist noch fein hier. Ah, geht doch. Dass du da reinblitzen kannst, ne? Aber wieder keine Rüstung. Ja, das sind so Dinge, die müssen jetzt halt, ne? Ja, das geht nicht anders. Ah, ja, und da liegt er auch schon. Das Glück ist mit den Doofen. Elfenpower auf einem Zwerg. Braucht eine 6, kriegt eine 6. Ja, aber ist doof. Ich wollte den Ball eigentlich mal aufnehmen. Ich weiß. Jetzt, weil den kriegst du nicht mehr geschützt und der hat keinen Block. Das ist unglaublich faszinierend, was in diesem Spiel wieder passiert. Ich glaube, wir beide sollten viel öfter gegeneinander spielen, dann... Ja, da passieren nur komische Dinge, die sonst nicht passieren. Genau. Man sollte das eigentlich sagen, Mörps und Ariosos Kuriositäten Blood Bowl, ne? Auf jeden Fall. Ja. Go, go, go. Ja. Das sehe ich trotzdem nicht. Höchstwahrscheinlich. Weil ich ja trotz allem das da machen kann. Und das da. Oder nee, das kann ich ja gar nicht. Das finde ich ja jetzt irgendwie sehr, sehr bescheiden. Was ist denn das für einer? Das ist so einer. So. Hat der unterstützen? Nee, hat er nicht. Ja, wenn ich den jetzt aber wegschubse. Und dann jetzt den hier so angreife. Was fantastisch funktioniert. Ist mein Ziel schon erreicht? Aber ich kann das schon mal machen. Weil der den Ball auch eben hätte sagen, dann ist jetzt gut. Hey! Jetzt hast du einen Nachteil. Jetzt kannst du doof laufen, wenn der Ball rausfliegt. Ich weiß. Ja, der Witz ist tatsächlich besser. Weil du willst ja nicht, dass der Ball rausfliegt. Richtig. Oh, ui, Rüstung mal wieder. Wo geht denn der Ball jetzt hin? Da darf er hin. Gehst du mal dahin? Du gehst erstmal dahin. Schau wieder drauf an. Ja, ich weiß. Wenn du irgendwann die Fürstreihe anklickst. Au! Ja, das machen wir jetzt aber. Was war denn das jetzt? Scheiß drauf. Der wird schon ankommen!
Da kann man auch mal eine 1 würfeln und den Ball rausgehen. Ich weiß, ich weiß. Ich fühle mich ja auch schlecht, deswegen. Nein, das tust du nicht, das sagst du nur. Deswegen habe ich ja gesagt, der wird schon ankommen. Ja, mein Gedanke war halt, wenn ich jetzt stehen bleibe, dann kannst du ihn zustellen, weil du bekommst den einen da ziemlich sicher weggeblitzt, da den Gindel. Hätte ich auch gemacht. Aber einen fällt weiter in. Ja, kannst ja trotzdem wieder hingehen. Also da kommst du ja ran. Nein, der Catcher, wenn er wirft, einen fällt weiter in. Ach so, ja, ja, hast recht. Das hätte ich tun können. Das stimmt. Da habe ich zwei Gedanken miteinander vermischt und daraus wurde dann nichts Gescheites. Das Lustige ist, dass ich mit Waldelfen so viel passe wie mit keiner anderen Elfenmannschaft. Das traue ich mich mit Hoch- und Waldelfen, Dunkelelfen gar nicht so sehr. Warum? Ich weiß nicht, ist das so? Schon wieder geguckt. Aber so, jetzt habe ich den Einwurf gewitzen, war den Zeit tot. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, einmal dodgen natürlich, ja. Was natürlich klappt. Ah! So knapp. Weich natürlich aus. Ja, wenn das jetzt ein anderer gewesen wäre mit Tackle, na, da sieht man mal wieder, wie wichtig Tackle jetzt gewesen wäre. Ja, hab ich auch gesagt, ne? Also auf diesen Nutzer-Blitzern, ne? Der Lineman, der kommt da nicht hin. Aber so ein Blitzer, der macht da so eine Aktion auch manchmal los, ne? Da kann Tackle sinnvoll sein, auch wenn man es so oft im Team hat. Ich wollte gerade sagen, deinen Trollslayer willst du nicht wieder aufstellen. Nee, der fliegt mit dem Baum rum. So, jetzt machen wir natürlich sichere Dinge. Und folgen. Boinks. Ja, siehst du? 4-1. Kann ich dich auf den Nutz. Aber ist halt Waldelfen. Ja, und deswegen, ich hab's ja auch gesagt, ne? Die Leute, die glauben, Zwerge, Waldelfen ist ein gutes Matchup für Zwerge, die irren. Das ist es wirklich erst, wenn die Zwerge wieder alles stand firm haben, ne? Für den jetzt wegschubsen kannst und solche Sachen. Ja. Die Tatsache mit der geringen Rüstung bringt dir halt erst was, wenn du die Waldelfen halt so weit kontrollierst und ein paar raushaust, ne? Ja, also auf niedrigem Teamrating habe ich ja auch nicht viel mehr gesehen. Da fange ich gerade mal mit Guard an. Und wir haben es ja gerade gesehen. Ja, gut, hätte ein, zwei mehr raushauen können. Wir sind draußen 2. Ist jetzt auch nicht 0, ne? Also. Ja. So, das muss ich anders aufstellen, weil du mir hier Dinge aufzwingst. Solche. Schwere 3 Züge. Wenn das geklappt. Ja, probieren wir es mal so. Ich meine, wir können es auch gerne irgendwann mal nochmal umdrehen. Wir wollten ja sowieso noch für die anderen Mannschaften, für die wir noch keine Spiele gemacht haben, können wir es ja einfach mal umdrehen, dann spiele ich mal Zwerge und du Waldelfen oder so. Ja, so wie unsere Spiele laufen, hast du dann 3 Casualties. Ja, das ist sehr wahrscheinlich.
Weißt du, ich würde mir ja wünschen, dass meine Spiele in der Open Ladder oder in der Fischkopf-Liga oder vielleicht auch dann in der DBBC-Liga, die jetzt demnächst anfängt, ne? Dass die dann auch so laufen, aber die laufen ja immer nur dann, wenn es heißt, es geht um nichts. Ja, stimmt nicht ganz. Nicht alle, aber sehr viele laufen dann nur so, wenn es um nichts geht. Ja, so viel kann ich jetzt nicht tun, jetzt muss ich ja ein Risiko hier machen. Und Reroll. Man sieht, wie nervig Fendt ist, ne? Jetzt kann ich nicht hinterher und ihn tackeln. Ja. Und der kann ohne Dodgen sich weiter bewegen. Erstes Geld, glaube ich, nicht, gut genug zu sein, aber der ist schon. Ja, wie gesagt, ich weiß, besser wäre gewesen, ausweichen oder Block auf so einen Front-Elfen, aber mein Gedanke war halt einfach der: zwei Elfen muss ich sowieso hinstellen zum Wegwerfen, da kann ich sie auch gleich von vornherein so prädestinieren. Ja, aber du siehst, ne? Die fallen ja nicht um. Ja. Ich hätte sie auch nennen können Wegwerf 11-1 und Wegwerf 11-2 oder so. So wie ich hier meine War Dancer haben ja einen Namen. Der eine heißt Iro, der andere heißt Cookie. Und mein Werfer heißt He-Elf, weil er aussieht wie He-Man. Bloß er ist halt ein Elf, ne? Deswegen He-Elf. Okay. Hätte ich den einen Trash-Elf nennen können und den anderen Recycling. Boah, Delta, nichts. Pusheria. Schiebung, Schiri, Schiebung! Jetzt gehst du aber echt in die Vollen. War irgendwie klar, dass es früher oder später passiert wieder. Ja, war aber erst. Alles. Jetzt plötzlich können sie den Ball aufheben. So, was ist denn jetzt meine Taktik überhaupt? Das Schlimme ist, den Reroll hättest du ja jetzt gut und gerne brauchen können, um später den Pass noch zu spielen oder zu fangen, ne? Ah, jetzt sind wir überlegt, ob ich den Pass jetzt schon mache. Dass der Rollenser sofort da, wenn es gut geht. Ja, so oder so. Okilidokili. Ja, dann gucken wir doch mal. Ich meine, ob 4-1 oder 4-2 ist mir auch wurscht. Ja, das stimmt. Das kann einem durchaus wurscht sein. Nicht verkacken, du blöder Baum. Sehr gut. Boinks. Das war nämlich wichtig. Nee. Ja. Bereit, einen Pass abzufangen, wenn er kommt.
Okay, das klappt auch, das ist gut. Ah, scheiße, ich habe schon geblitzt. Ja gut, das kannst du ihn immerhin nicht rauspushen. Ja, muss. Zumindest in meiner ganz, ganz kleinen, privaten, geistigen Welt muss das so. Endlich. Ja, und weil es jetzt mir völlig egal ist. Hauptsache, die kommen nicht mehr an den Ball. So. Hm. Wenn man sich überlegt, wenn das jetzt ein richtiges Spiel wäre, was das jetzt wieder für SSP gewesen wäre, ne? Für die Waldelfen. Ja. So, immer wieder witzig. Wir sollten die Logik echt umdrehen. Wir sollten jetzt einfach behaupten, das war jetzt das Waldelfenspiel, ne? Das Ganze einfach in die Comments zu schreiben. Würden wir sofort alle glauben. Ja, wahrscheinlich. Ui! Da ist er raus, Cesare. So. Jetzt musst du wahrscheinlich sogar fast mit einem Trollslayer den Ball fangen, oder? Das ist der Plan. Ich wünsche mir wirklich, dass es passiert, weil ich fände es so lustig. Ich liebe ja solche Sachen, die, wenn sie passieren, die so unglaublich unwahrscheinlich sind. Helene, das wird ein 5 plus sein, oder? Ja. Komm schon, du schaffst es. Da kannst du nicht intercepten. Ich weiß. Okay. Wolltest du den jetzt zu deinem Wallet verschmeißen? Du hast ihn, glaube ich, am Ende fast... Nee. Doch. Du wolltest ihn zum... Doch. 3 plus? Inakkurat. Aber wenigstens habe ich keine... Habe ich ihn akkurat geschmissen. Am Ende war es plötzlich kurz so, dass du, glaube ich, versehentlich einen Wardancer anvisiert hast. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber... Nee, nur die Maus war drüber, weil ich gucken wollte, ob er intercepten kann. Aber nun gut. Er wäre eh nicht angekommen. Von daher... Hat ja die 2 gebraucht. Jetzt tue ich aggressive Dinge. Wenn man die Gelegenheit schon mal hat, ne? Das toppt ja noch das Spiel der Schande. Nee. Ah, der 1, da. Wie immer, ein entscheidender Moment in der Endzone. Ja, ich weiß. Ich hab einen Zug. Ja, was tut man da jetzt noch? Aber könntest theoretisch noch mal zurückgehen und versuchen, den Ball aufzuheben. Wohin passe ich denn dann? Ja, zu dem, also ja nur zu dem da und kommt zu dem Langbart und der übergibt ihn dann an den Trollslayer mit ist möglich. Mit 2 Go for it's. Ei, ei, ei. Okay, ja, ja, ich sehe schon, auf was es hinausläuft. 2-mal pushen und so, ne? Das hat schon 2-mal nicht geklappt. Ja, der erste ist raus. Halten wir fest. K.O. Und...
auch raus. Tja, das war jetzt traumhaft. Und verletzt! Oh, das hättest du früher haben sollen, sowas. Da, mit einer Aktion zwei raus. So. Ja. Das muss das andere nur noch genauso schön funktionieren. Und passt zu dem in der Mitte stehenden Alinas Line. Und der kann dann oder Handoff auf den Radar nachmachen. Ah, locker. Er rennt auf jeden Fall schon mal hin. LOL! Ja. Und jetzt kommt man zu dem Punkt, wo man sich sagt, so weit habe ich gar nicht gedacht, ne? Ah, der fliegt! Ich habe ihn abgefangen! Sauerei! Ich habe gerade schon echt gedacht, dass du wirklich die 6 geworfen hast. Ja, kannst du sehen. Hast du geguckt? Ich glaube, ich weiß nicht, wie das korrekt ist, aber ich habe schon mal nachgeguckt. Wenn der Intercept stattfindet, dann würfelt der Werfer gar nicht. Stimmt, das ist richtig, ja. Okay, dann war das sogar so korrekt. Aber ist halt so drin, weil sonst kann man Interception schwer umsetzen. Ja, ja. Ja. Hm. So viel zu Zwergen. Zwerge sind schwer zu spielen. Ja, also... Ich sag's mal so, mit ein bisschen mehr unterstützen wären sie natürlich noch deutlich krasser. Und wenn sie es auch mal schaffen, du hast ja dreimal den Ball nicht aufheben können, ne? Wenn sie es. Ich nur 3 Armor Breaks gemacht? Hallo? Ja. Ne, 6 Rüstungsbrecher hast du gemacht und ich habe 3 gemacht. Guck mal, ich habe 42 Blocks gemacht, nur 22. Ja. Das ist schon normal. Okay, die Würfelverteilung war nicht ganz normal. Ja, das stimmt. Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt 3 Rüstungsbrecher bei 22 Blocks mache, dann ist das schon eine sehr, sehr hohe Ausbeute gegen bei Zwerge. 9, ja. Sogar eine Casualty, oder? Was war die Injury? Ja, ja, es war eine Verletzung, die du dann am Anfang gleich mal geheilt hast, genau. Also, da hab ich deutlich mehr Rüstungsbrecher gehabt, als es wahrscheinlich wäre. Und ich glaube, du hattest weniger, als es wahrscheinlich sind. Weil's ja, 6 von 40, 50. Na, ich sollte zumindest Rüstungsbrecher ja knapp unter 50. Nein, mit Mighty Blow. Ja, vielleicht ein paar mehr wäre schon normal. Ja. Also ich gehe davon aus, dass 8 oder so realistisch gewesen wären. Aber ja. Was soll man machen, ne? Es waren halt böse Buben. In dem Fall waren sie böse zu dir. Ja, komm. Und halt ne, AG5 wurde es. Ja, der AG5 wurde, der jetzt sogar noch der MVP geworden wäre, ey. Das ist jetzt wieder eins von diesen Spielen, weißt du, wo man sich denkt, ah, ich hätte das jetzt in echt spielen sollen. Ja, da kann man wunderbar zeigen, Agi ist besser auf dem Wardancer als Stärke. Stärke ist auch schon super, ne? Aber ein Agi ab auf dem Wardancer ist das Beste, was zum Waldelfen passieren kann. Das ist, ja. Das sind Monster. Das habe ich ja im Guide auch schon gesagt. Und hier hat man auch mal gesehen, warum. Hat's ja, die eine Aktion da, ne, die war ja schon heftig. Und da war kein schwerer Wurf dabei. Richtig, alles immer so auf die 2. Ja. In dem Fall, das Aufheben war, glaube ich, auf die 3, aber das ist ja völlig egal. Das ist ja auch nicht so schwer. Eben. Ist ja ein realistischer Wurf. Naja, liebe Leute, das war's dann mal wieder. Wieder mal anders ausgegangen, als man meinen sollte, aber auch das ist natürlich lehrreich. Man kann mit Zwergen natürlich auch ganz schnell mal Pech haben und dann verlieren. Vor allem gegen eine Mannschaft wie Waldelfen. Ein Zwergenspiel ohne einzigen Cage. So kann es kommen. Ja. Also wie ein Cage schon natürlich funktioniert, wisst ihr alle, aber ihr habt ja gesehen, Arioso hatte echt keine Möglichkeit, einen Cage zu machen. Das war ja das Problem. Entweder hat dir die Zeit gefehlt, ne, weil du den Ball erst dann in den Griff bekommen hättest können, durch Würfelwürfe, als du eigentlich nur noch 3 oder 4 Züge hattest, dann kann man sich nicht mehr auf so ein langsames Cage-Vorrücken verlassen. Oder, ja, wie gesagt, direkt davor war halt zweimal Ball nicht aufheben und so weiter und so fort. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Genau, man kann auch sehen, wie man am besten gegen Zwerge spielt. Nämlich, es gar nicht zum Cage kommen lassen. Nur richtig. Tun sich Schwerke extrem schwer. Und da habt ihr gerade gut gesehen, wie man es zumindest mit Waldelfen auch machen kann. Jetzt hat Mörp viel gewürfelt, kann auch alles schief gehen, aber der Erfolg, ne, sind 4 Touchdowns gegen einen. Ja. Wenn es klappt, geht das Spiel so aus. Richtig. Und wie gesagt, also man kann da jetzt natürlich anderer Meinung sein, aber ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass man zumindest
mit Geschicklichkeitsmannschaften einfach häufiger diese Würfel machen muss. Oder zumindest kann. Ob man es jetzt muss, ist eine andere Frage, aber man kann's. Genau. In dem Sinne, liebe Leute. Wenn es schief geht. Darum geht. Richtig, ja. Ja gut, die Pechspiele hat man immer wieder mal, ne? Alles klar, Leute. Wenn ihr noch Fragen zu Zwergen habt, oder auch zu Waldelfen in dem Fall, schreibt es in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann die Menschen behandeln. Tschüss und Ade.